Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe eben, nicht mal zweiter Versuch, ich habe zu lange gebraucht für Einführung, weil ich noch erzählt habe, dass ich Kakao trinke, weil Kakao lecker und besonders guter Kakao, und das kann man sich alles sparen. Der soll mich eigentlich nur beruhigen, damit ich mich nicht zu sehr aufrege. Folgendes: In den USA ist ein schrecklicher Zombie-Virus bei Rehen und Hirschen ausgebrochen. Kann man so in den deutschen Qualitätsmedien jedenfalls entsprechend nachlesen. Und der ist furchtbar gefährlich, weil jetzt auch die amerikanische Seucheneindämmung, Schieß-mich-tot-Zentrale irgendwie gesagt hat, dass man da potenziell auf dieses Ding ein bisschen aufpassen muss. Zu Recht, weil potenziell drauf aufpassen, das muss man, ja. Andererseits braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz so sehr in Panik ausbrechen und da jetzt ein Mordsding draus machen, wie es jetzt viele deutsche Kollegen auch auf YouTube hier gerade eben entsprechend tun, weil... Wenn Amiland vor irgendwas warnt, dann muss es ja unglaublich gefährlich sein. Wie, Achtung, springen Sie nicht vom Empire State Building, Sie könnten dabei sterben. Achtung, könnte heiß sein, ne? Den Becher, den Sie sich gerade mit heißem Kaffee gekauft haben. Und all so ein Scheiß, ja? Also, das allein ist ja vielleicht schon mal irgendwas, wo man mal drüber nachdenken muss. Die Amis warnen vor etwas. Ja. Das muss furchtbar gefährlich sein, damit in Amiland davor gewarnt wird. Bestimmt unglaublich gefährlich. Okay, jetzt zurück zum Thema Chronic Wasting Disease, der böse Zombie-Virus, die Zombie-Krankheit oder wie auch immer man das Ding nennen möchte. Das ist schon natürlich gefährlich, ja, weil wenn du es kriegst, bist du tot. Kann man nicht heilen. Das ist natürlich was die Schwere der Krankheit schon ein wenig erhöht, und die haben auch recht, dass die sagen, das könnte potenziell gefährlich sein. Und warum sagen sie jetzt, dass das potenziell gefährlich sein könnte? Weil man bei Tests festgestellt hat, wo sie nicht Menschenaffen, sondern deutlich weiter von uns entfernte Affen, aber immerhin Affen, und Primaten sind wir ja auch, eben Fleisch infizierter Tiere zu essen gegeben haben. Und die sind dann auch krank geworden, also diese entsprechenden Affen. So, das ist natürlich... erstmal beunruhigend, weil Begründung, wenn Affe krank wird, könnten wir das auch. Und das ist auch richtig, weil der entsprechende Erreger, dazu gehen wir gleich noch genauer ein, keine Sorge, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, ist was, das hat im Grunde jedes Säugetier, mindestens jedes Säugetier, dass das Ganze vielleicht auch noch auf andere Wirbeltiere übertragbar ist, ist auch relativ wahrscheinlich, weiß aber keiner so genau momentan. Und zwar ist das ein Protein, ein hochkomplexes Protein an, nicht in, sondern an Nervenzellen bei jedem Organismus, der eben ein hochentwickeltes Nervensystem besitzt. Das trifft auf Säugetiere, zumindest mal Säugetiere, und uns, da wir ein Säugetier sind, logischerweise auch zu. Eigentlich ist also die Schlussfolgerung, dass bei einem so unspezifischen Erreger, ist kein Erreger eigentlich, aber ich sage das jetzt einfach mal, weil mir kein passenderes Wort einfällt, alle halbwegs ähnlichen Organismen betroffen werden könnten, ist wirklich nicht sonderlich überraschend. Eigentlich. Ne? Aber genau das, dieses Erkenntnis, dass das so sein könnte, sorgt jetzt halt eben für entsprechend viel Spekulation und Panik, möchte ich fast schon sagen, im Internet. Und es gibt in Deutschland so schöne Titel zu lesen wie Zombie-Rehe in den USA. Zombie-Krankheit befällt Rehe. Und das erste Indiz dafür, dass solche Schlagzeilen vielleicht nicht ganz sauber recherchiert sein könnten, ich sage jetzt nur mal könnten, sieht man daran, also es gibt in den USA kein einziges Zombie-Reh, allein schon deswegen, weil es da keine Rehe gibt. Es sei denn vielleicht in irgendeinem Zoo oder sowas oder im Wildgehege oder sowas in der Richtung. Das wäre vorstellbar, aber auch da habe ich noch nichts von infizierten Rehen gehört, sondern nur von infizierten Rotwild, Elchen, Wapiti-Hirsch ist, glaube ich, dabei, und Rentiere können auch noch infiziert werden. Aber das Reh ist nicht dabei, weil das gibt's da nicht. Und das heißt, Autoren von einem Artikel, der damit beginnt, ist, dass da drüben Zombie-Rehe rumrennen, wissen schon mal nicht, dass das Reh nicht gleichbedeutend mit dem Hirsch ist, sondern eine eigene Tierart. Ne? Also das nur, um uns mal auf das korrekte intellektuelle Niveau herabzubegeben. So. Womit haben wir es zu tun? Mit einem Prion. Ein Prion ist was ganz Neues, was ganz
potenziell durchaus beängstigendes, weil man keinen Schimmer hat, wie man das bitte heilen soll, wenn man damit infiziert worden wäre. Das hat ein gewisser Stanley Pursina, ich vermute mal, so spricht man ihn aus, man schreibt ihn jedenfalls Pusina, hat das Ding entdeckt 1982. Da hat er es zum ersten Mal beschrieben. Er hat dann 1997, man muss ja erst wissen, ob das was wird, ob das jetzt relevant war für die Forschung oder nicht. Da ist das normal, dass das eine Weile dauert. Aber 1997 hat er dafür völlig zu Recht den Medizin-Nobelpreis dann auch eben entsprechend erhalten. Mordsleistung, dieses Teil zu entdecken. Ja, was uns jetzt natürlich interessieren sollte, warum nennt sich dieses Ding jetzt Prion? Naja, von, Moment. Proteininfektion zu Deutsch, also Proteininfection vermutlich in Englisch, irgendwie sowas. Und das ist halt ein Kofferwort aus den beiden Begriffen, weil normalerweise, wusste man bis zu diesem Moment nicht, gibt es keine Infektion durch Proteine. Dachte man. Ja? Oder vielleicht hat der ein oder andere auch schon von 1982 vermutet, dass das möglich sein kann, aber so richtig nachgewiesen. Und da muss man sich auch wieder streiten, das ist eigentlich nur eine Hypothese, aber eine, die sehr Sinn macht und von vielen, vielen, vielen Leuten, die sich damit eben entsprechend beschäftigen, als hochwahrscheinlich angesehen wird. Ne? Also wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das jetzt so. Ne? Aber jedenfalls, der Mann hat das entdeckt und das ist eine Mordsleistung, das ist was ganz Besonderes und das ist ein Problem, wenn man es dann bekommt. Aber um gleich mal der Panikattacke vorzubeugen, dass man es bekommt, so, Chronic Wasting Disease heißt also die entsprechende Krankheit. Das ist im Grunde ganz ähnlich wie BSE, Rinderwahn, kennen wir, ne? Hat die gleichen Symptome, hat den gleichen, ja, Verbreitungsvektor, die gleiche Art und Weise der Verbreitung und passiert durch die gleiche Art und Weise. Ist also, wenn man es genau nimmt, nahezu oder vielleicht sogar wirklich genau die gleiche Krankheit. Bis auf so ganz winzige Unterschiede. Müsste aber im Grunde, wenn man dann ein Heilmittel hätte, durch das gleiche Heilmittel zu heilen sein. Man kann also, wenn man jetzt an diesem Bereich forscht, mit der Forschung, die man schon wegen BSE betrieben hat, bei CWD, heißt so, ja, Chronic Wasting Disease, eben entsprechend weiterforschen. Was ist jetzt so ein Prion? Prione gibt es in zwei Formen. Das wird in der Fachwelt als Prion Protein Cellular, das ist also die Variante, die an den Nervenzellen mindestens eines Säugetieres sowieso schon dran klebt, und als Prion Protein Scrappy, irgendwie sowas, entsprechend bezeichnet. Und die Cellular-Variante ist ein Protein, das an der Außenhülle unserer Nervenzellen, also außen an der Zellwand, dranhängt, um vermutlich entsprechende Radikale abzufangen. Ist also eigentlich ein Protein, das unsere Nervenzellen davor schützen soll, dass beispielsweise ein einzelnes Sauerstoffatom, nicht ein Molekül, kein O2, sondern nur ein O, als einzelnes radikales Teil angeflogen kommt, unglaublich reaktiv ist und jede Menge Schaden im Organismus anrichten kann. Und dieses Ding soll dann quasi von so einem Prion, dem gesunden Zellularprion, abgefangen werden und unschädlich gemacht werden. Da vermutet man ganz schwer, dass das die Funktion von diesen Dingern ist. Und da Nervenzellen besonders wichtig sind, haben Nervenzellen eben diese besonderen, vermutlich, deswegen diese besonderen Abwehrproteine auf ihrer Außenhaut, die sie eben vor Radikalen schützen sollen. Und vielleicht auch noch vor diversen anderen Dingen, das ist noch nicht so genau geklärt. So, jetzt folgendes blödes Problem. Diese Prione sind derartig komplex in ihrer Proteinstruktur, dass sie quasi mutieren können. Es gibt also drei Möglichkeiten, wie aus einem Prion, einem guten Prion, ein böses Prion werden kann. Und zwar erstens Zufall. Ja? Irgendwas geht schief bei der Produktion von diesen Prionen. Und dazu noch vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Prione sind Proteine. Proteine ist das, womit eine Zelle, und alles Leben besteht aus Zellen, mit ihrer Umgebung agiert, interagiert, Abläufe in der Zelle selber steuert. Die können Botenstoffe sein, um zur organismusinternen Kommunikation zu dienen. Sie können auch als Pheromon, Sexualpheromon meinetwegen, zur
individuenübergreifenden Kommunikation dienen und sie regeln nahezu alles, was im Organismus abläuft. Das funktioniert so, dass wir ja in Zellen erstmal DNA drin haben. DNA hat ja hoffentlich jeder schon mal gehört. Die DNA ist im Wesentlichen der Bauplan für diese Proteine, die halt für sämtliche Abläufe dann in erster Instanz zuständig sind. So, und auf der DNA steht drauf, Bau so und so, das Protein so und so in der und der Form. So, und das macht der Körper dann, beziehungsweise die Zelle baut dann dieses Protein genauso zusammen, wie das eben entsprechend auf der DNA draufsteht. Es gibt jetzt verschiedene Regelmechanismen, die klären, was in welcher Zelle produziert werden soll. Grundsätzlich hat jede Zelle ja die gleiche DNA, aber in unterschiedlichen Zellen wird auch unterschiedliches Zeug dann gemacht. Eine Nervenzelle macht halt was anderes als eine Muskelzelle oder eine Nierenzelle oder eine Darmzelle, Darmepithelzelle oder irgendwo eine Lungenzelle. Der Herzmuskel ist tatsächlich einfach nur Muskelzellen, ja. Also falls jemand damit ankommt. Und eine Hirnzelle ist nochmal eine spezialisierte Nervenzelle, habe ich mir sagen lassen. Und die machen alle spezielle Dinge. Und eben in Nervenzellen steht auf der DNA drauf, bau Prione und kleb sie außen an deine Zellwand, damit du geschützt bist vor bösen, bösen Radikalen, die da eben daherkommen. So, und jetzt kann es passieren, dass beim Bauprozess der Prione irgendwas schief geht. Das werden nämlich jede Menge von diesen Teilen im Laufe eines Lebens, eines langlebigen Organismus oder auch eines nicht so langlebigen Organismus, muss nicht zwingend so sein, produziert. Und wenn dann doch mal was schief geht, besteht eine wahrscheinlich wirklich irgendwo im 1 zu zig Billiarden Wahrscheinlichkeitsbereich, besteht ein ganz geringes Risiko, dass dieses Ding falsch gebaut wird. So, und man vermutet jetzt, dass das irgendwann mal so vorgekommen ist, dass es halt falsch gebaut wurde, und zwar derart katastrophal falsch, dass es zu einer giftigen Version, in Anführungszeichen giftigen Version seiner selbst geworden ist, trotzdem behandelt wurde, als wäre es ein ganz normales Prion und wurde auf den Weg geschickt, dahin, wo es normalerweise seine Aufgabe machen soll, Radikale abzufangen. Aber durch eben diese Mutation, in Anführungszeichen, ist nicht wirklich eine, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, hat es die Eigenschaft bekommen, andere Prionen, mit denen es zusammenstößt, umzuwandeln, dass die dann auch zu dieser krankhaften Form vom Prion entsprechend werden und dann ebenfalls die gleiche Eigenschaft bekommen, dass sie andere, die sie anfassen oder berühren oder denen sie zu nahe kommen, wie das genau funktioniert, wissen wir wieder nicht, auch wieder umwandeln. Und das gibt logischerweise eine Kettenreaktion, insbesondere in einer Zelle, deren komplette Oberfläche mit diesen Prionen besetzt ist. So, und dann werden die alle eben entsprechend infiziert, machen ihre eigene Aufgabe nicht mehr, sind also nutzlos für die Zelle. Und was noch viel schlimmer ist, sie wandern möglicherweise ab zur nächsten Zelle. So, und da infizieren sie wieder alle. Und die wandern dann wieder ab zur nächsten Zelle und infizieren wieder alle. Die Funktionsweise ist also ganz ähnlich wie ein Virus, der infiziert eine Zelle, reproduziert sich da drin, bricht aus, infiziert neue Zellen, da drin wird wieder reproduziert, ausgebrochen, in die nächsten Zellen wieder reproduziert und das Ganze wächst exponentiell an. Und das ist beim Prion leider genauso. Und das ist halt eben möglich von Nervenzelle zu Nervenzelle. Wenn diese Prione in den Zellen alles mögliche Zeug berühren, wird in diesen Zellen immer mehr Prionzeug produziert. Und irgendwann verreckt die Zelle einfach dadurch, dass sie einen Haufen Energie verbraucht, um nur noch Prione, infektiöse Prione zu produzieren. Und außerdem ist halt eben die Funktion der Prione, die ja die Zelle beschützen soll vor Radikalen und so weiter und so fort, nicht mehr gegeben. Und nach gehen die Zellen dann stellenweise kaputt. Wenn die ganze Geschichte bis ins Gehirn vorgedrungen ist, führt das dazu, das kann man dann leider ganz gut sehen, wenn man sich eben entsprechende Gehirne von kranken Tieren anschaut, dass das Gehirn schwammartig zersetzt wird. Das heißt, es kommt hier ein Löchlein, es kommt hier ein Löchlein, da ein Löchlein, das sieht dann aus wie ein entsprechender Schwamm. Und je nachdem, wie weit dieser Zersetzungsprozess fortgeschritten ist, führt eben der Zersetzungsprozess im Gehirn zu den beschriebenen Symptomen, die dann halt ein Tier zombieartig rumtorkeln lassen, den Speichelfluss nicht mehr unter Kontrolle haben lassen, den es den Tieren unmöglich macht zu erkennen, ob da jetzt gerade möglicherweise ein Feind kommt. Deswegen haben sie kein Fluchtverhalten mehr und sie sind ohnehin nicht mehr viel fähig, fressen nicht mehr viel, verlieren massiv an Gewicht und ja, können auch irrational
können, nicht müssen. Na, das ist wichtig. Können irrational, aggressiv entsprechend reagieren. Bisher geht man allerdings nicht wirklich davon aus, dass Beißen, dass die jetzt um sich beißen und damit diese Krankheit, ja, Virus ist es nicht und das ist schwierig. Das ist halt ein Prion. Prion ist halt was Eigenes. Ne? Diese Krankheit eben dadurch verbreiten, sondern vielmehr eher dadurch, dass wenn die Tiere dann halt mal gestorben sind und anfangen zu bluten, was auch irgendwann mal der Fall sein wird, oder gar Lymphe verlieren. Und das ist natürlich alles hochinfektiöses Material, insbesondere das Gehirn selber. Es gab da mal so einen interessanten Fall bei einem Stamm in, ich weiß leider nicht mehr wo und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber bei denen ist auch so eine Krankheit, so eine Prionkrankheit ausgebrochen, weil dieser Stamm leider die dumme Angewohnheit hatte, das Gehirn von Verstorbenen zu verzehren. Also menschliches Gehirnessen ist potenziell keine so schlaue Idee, wenn man nicht irgendeine prionbedingte Krankheit kriegen möchte. Und das ging wahrscheinlich, soweit ich weiß, so weit, dass der komplette Stamm mehr oder weniger ausgestorben ist, eben weil sie blöderweise die Gehirne ihrer Verstorbenen essen mussten. Das höchst infektiöste Material, was es dann gibt in diesem Krankheitsverlauf, ist eben Hirngewebe. Deswegen viele dieser Tests, wo man versucht hat rauszufinden, auf wen denn noch außer meinetwegen Reh, Hirsch, also das Reh ist mit Sicherheit auch infizierbar, auch wenn es in Amiland nicht vorkommt, ja. Aber Rentier, Rothirsch, Elch und so weiter, haben sie ja getestet, mit wem, was ist, kann denn noch infiziert werden. Da gibt es jetzt eine Reihe von typischen Labortieren, bei denen das eben entsprechend möglich ist. Und das Erste, was man halt gemacht hat, war, den Tieren tatsächlich infiziertes Hirngewebe zu injizieren. Das führt in den allermeisten Fällen dann wirklich mit ziemlicher Sicherheit zu einer Infektion. Man kann jetzt aber auch, wenn man so ein bisschen nach den Zahlen sucht, nachweisen, dass die Infektionsrate in freier Wildbahn, wo die Tiere also im normalen Abstand zueinander leben, maximal irgendwas bei 10% oder irgendwie sowas liegt. Das ist immer noch viel genug, das ist definitiv viel genug, aber wenn man sich mal anguckt, wie das dann bei Tieren, die in Gefangenschaft leben, und die Fälle, wo das zum ersten Mal untersucht wurde und zum ersten Mal aufgetreten ist, waren auch immer Gehegetiere. Da liegt die Infektionsrate bei irgendwas zwischen 70, 80, vielleicht auch sogar mal 90% oder irgendwie sowas. Also man kann bisher vermuten, dass einfach dadurch, dass man ja ungefähr weiß, wo diese Prionen sitzen, insbesondere Fleisch, Blut, ganz krass Lymphe, natürlich Hirngewebe, aber auch sonstiges Gewebe des Körpers, und da einzelne Zellen, auch potenziell einzelne Nervenzellen und damit auch einzelne Prionen, auch in Urin, Stuhl und sonstigen Körperausscheidungen, also auch Speichel drin sein könnten, kann auch sowas potenziell infektiös sein. Die Infektionsgefahr durch Sekundärprodukte, sage ich jetzt mal, sollte allerdings erheblich geringer sein. So. Die große Panik war halt jetzt, das ist potenziell auch auf den Menschen eben entsprechend übertragbar, haben wir jetzt gesagt. Bisher ist noch kein Fall vorgekommen. Und auch wieder, was einige der Qualitätsmedien jetzt wieder unterschlagen, ist, diese Krankheit ist seit spätestens 1970 bekannt. Ja, und spätestens 1970 gibt es die in den USA. Wahrscheinlich ist es sogar eine natürliche Krankheit und wir wissen nicht, wie lange die schon existiert und ist gerade bei zu Überpopulation neigenden großen Pflanzenfressern möglicherweise einfach ein natürliches Regulativ, um eben entsprechend Überpopulation dieser Tiere zu verhindern. Also wenn man jetzt nach dem Sinn dieser Krankheit suchen möchte, ob das Sinn macht, ist nochmal eine andere Frage, aber wir können es ja mal versuchen. Was erfüllt die für eine ökologische Aufgabe, falls das so sagbar ist? Das kann man jetzt auch wunderbar sich drüber streiten, aber viele Tierarten, insbesondere eben große auch, Schalenwild, und das ist alles Schalenwild, wovon wir jetzt hier sprechen, haben so die eine Seuche oder auch mehrere, die sie bei übergroßen Populationsdichten irgendwann bekommen, womit sie auf eine sehr geringe Populationsdichte zurückfallen, weil sie halt alle sterben, und sich dann wieder reproduzieren, bis dann wieder die nächste Seuche kommt und sie wieder alle zurückfallen. Das sind natürliche Populationsschwankungen und ist eigentlich ganz normal und nichts Besonderes in der Ökologie. Und vielleicht, ist aber nur meine Meinung, handelt es sich hierbei einfach um sowas. Ne? Nur ist es halt eine besonders interessante Krankheit, weil sie kein Virus, kein Bakterium und auch kein Pilz ist.
Übertragungsweg geklärt, Symptome, seltsames Verhalten, weil dein Gehirnkreis ersetzt wird, auch geklärt. Und was heißt das jetzt für uns? Müssen wir jetzt eben entsprechend Angst haben? Also die Krankheit ist seit mindestens 40 Jahren da in Amiland, mindestens. Wahrscheinlich noch viel länger, ne? Und kein Mensch hatte eine Ahnung, dass es die überhaupt gibt und konnte nicht rausfinden, was ist denn das und so weiter. Andererseits ist es eine auffällige Krankheit, wenn sie viel, viel länger schon da wäre, als eben diese 40 oder noch 47, 48 Jahre, die sie jetzt schon da ist, dann hätte man es wahrscheinlich vorher schon gemerkt. Also das ist unwahrscheinlich, dass es die schon jetzt seit Jahrhunderten gibt. Das ist wirklich eher unwahrscheinlich. Aber in jedem Fall, in all dieser Zeit ist keine einzige Übertragung auf den Mensch nachgewiesen. Also da hat es nicht eine Infektion gegeben. Und das, obwohl man gerade in der Frühzeit dieser Krankheit sicherlich auch das eine oder andere Mal als Mensch, als Jäger, das eine oder andere infizierte Tier gegessen haben wird. Und eigentlich ist ja gerade der orale Infektionsweg, also durch Konsum von infiziertem Material, Mampf, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man sich damit überhaupt irgendwie infizieren kann. Und das ist in all der Zeit nicht passiert. Ist es also wahrscheinlich, dass es jetzt passiert? Nein. Spielt es demzufolge für irgendeine Risikoabschätzung eine Rolle, dass die Amis jetzt davor gewarnt haben, dass es potenziell auch auf den Menschen übertragbar sein könnte? Nein, tut es nicht. Ne? Also, es ist ja in Ordnung, dass die warnen. Das ist nicht falsch. Das kann ich verstehen. Das hätte ich auch gemacht, wenn ich da eben entsprechend arbeiten würde. Man will ja auch mal hier, dafür sind die ja da. Ich meine, das ist die Aufgabe dieser Behörde. Also kann man schon nachvollziehen, aber Panik bekommen. Wirklich hinten und vorne nicht. Es ist immer interessant, wie schnell Homo sapiens Panik bekommt, wenn man ihn mit irgendeinem schrecklichen Todesszenario konfrontiert, das mit einer unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit vielleicht eintreten könnte. Ich habe da gerade neulich in einem interessanten Buch, da ging es um Charles Darwin, gelesen, also nicht von Charles Darwin, über Charles Darwin, dass da jemand dieses Phänomen mit dem, dass wir sofort in Panik ausbrechen, wenn irgendeine schreckliche Todesart uns mit einer unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit drohen könnte, hat er so beschrieben, dass eine Chance von, also zumindest da hat er das geschrieben und als er das recherchiert hatte, von 1 zu 45.000 besteht, wenn du mit dem Auto so und so viele Kilometer fährst, du einen potenziell tödlichen Unfall haben könntest. So. Also sind viele Kilometer. Also die Chance ist super, super gering. Und davor hat kein Mensch, der Auto fährt, Angst. Niemand. Ja? Wenn wir aber einen fiesen Attentäter mit einem Scharfschützengewehr in einem Hubschrauber in der Mitte von einem 45.000 Leute fassenden Fußballstadion kreisen lassen und ihm ein Mikrofon geben und er sagt, ich werde jetzt per Zufall eine Person in diesem Stadion erschießen, dann bricht sofort Panik aus. Mit Sicherheit bricht dann sofort Panik aus, obwohl die Chance 1 zu 45.000 besteht, dass du das Ganze überlebst, wird sofort trotzdem enorme Panik ausbrechen, einfach weil wir Menschen in dieser Hinsicht völlig irrational sind. Und ich denke, das ist auch wieder der Fall bei dieser schrecklichen, schrecklichen Zombie-Krankheit. Und natürlich kommt noch entsprechend dazu, dass das jetzt wahnsinnig aufgebauscht wird, weil es eine Zombie-Krankheit ist. Tollwut hat ganz ähnliche Symptome. Viele andere Krankheitsbilder, wo in irgendeiner Form das Gehirn und das Nervensystem betroffen sind, haben ganz ähnliche Symptome. Aber jetzt ist halt irgendjemand eingefallen, dieses Ding jetzt als Zombie-Krankheit zu titulieren und schon ist es jetzt hip und cool und die Zombie-Apokalypse ist nah. Und ja, ich gebe zu, das ist ein Thema für mich, weil ich ja die Zombie-Apokalypse immer als stereotypes Beispiel für beliebige, weltumspannende, furchtbare Katastrophe entsprechend verwende. Das bedeutet aber nicht, dass sie jetzt wirklich nah ist. Nein, ist sie nicht. Wahrscheinlich wäre der Krankheitsverlauf, wenn wir Menschen das dann mal bekommen würden, tatsächlich so, dass man da mit viel Fantasie zombieartige Symptome dann rauslesen könnte. Aber besonders gefährlich wäre man mit Sicherheit nicht. Gut, das ist aber je nachdem, welche Variante von Zombie. Es gibt ja die Untoten, die Infizierten, die sogar Superkräfte bekommen und was weiß ich was alles. Naja, je nach Variante sind die unterschiedlich gefährlich. Der klassische Infizierte, der ist immer meistens ziemlich gefährlich, weil der super schnell rennen kann, ja? Und auf alles sich stürzt und essen will und so weiter. Dass man als Mensch mit diesen Dingen infiziert wird und dann auf die Idee kommt, Leute essen zu wollen,
ist zwar potenziell nicht unmöglich, aber keinesfalls ein realistisches. Also das Szenario, was da als allererstes einem in den Kopf kommt, wahrscheinlich bist du einfach nur unglaublich verwirrt und kriegst nichts mehr auf die Reihe und liegst lethargisch irgendwo rum und hast schreckliche Zuckungen und verreckst elendig. Das ist nicht schön, nein, aber es ist unglaublich unwahrscheinlich. Heilmittel gibt's keins, Behandlung gibt's keins. Das sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass man da mordsmäßig Angst vor hat. So. Ja, kommen wir zu Survival-Hinweisen. Ich muss auf die Uhr gucken, ich habe noch ein nächtliches Rendezvous. Jedenfalls, was müssen wir denn tun, wenn wir jetzt auf Nummer sicher gehen wollen, nicht diesen Zombie-Virus zu bekommen und als Zombie zu enden? Also jetzt tun wir einfach mal so, als wäre es gefährlich. Tun wir jetzt mal so, ne? Was wären denn mögliche Infektionswege? Es wird gerade diskutiert und wurde jetzt schon untersucht in einer einzigen Studie, ist allerdings momentan noch sehr umstritten. Es waren wieder die Schweizer. Egal, was ich mache, irgendwo tauchen Schweizer auf. Egal, welches Thema, immer sind sie irgendwo. jedenfalls haben die festgestellt zu haben, dass auch eine Übertragung über die Luft, zumindest bei Mäusen, möglich ist. Ja, noch sehr umstritten. Wenn, dann wahrscheinlich per Aerosol, ne, also ganz feinste Staubteilchen, also dass das einzelne Protein wirklich in irgendeiner Form über Kot beispielsweise, der aufgestäubt wird, übertragen wird und von einem anderen Tier eingeatmet wird. Potenziell, so also mit einer super geringen Wahrscheinlichkeit, wäre sowas tendenziell denkbar. In diesem Fall, was bräuchten wir dann? Eine verdammt staubsichere, staubdichte Atemmaske. So, das wäre das Erste. Dann, das nächste mögliche Infektionswegelchen, was man sich ausdenken kann, wäre Wasser. Dieser Protein kann im Wasser landen und kann dann von uns getrunken werden. Dazu, wenn das wirklich funktionieren würde, dann gäbe es wahrscheinlich deutlich mehr infizierte Tiere, deutlich mehr infizierte andere Tiere und vielleicht auch schon infizierte Menschen. Ja? Also das ist hoch unwahrscheinlich, dass das geht, weil die liegen jetzt nicht, diese Proteine, in fantastillionenfacher Konzentration vor. Und gerade wenn sie im Wasser landen, dann sind das ein ganz, ganz paar. Und wenn man dann aus dem Wasser meinetwegen einen Liter rausnimmt, was sich im laufenden Bach verdünnt hat, dann hat man vielleicht 2, 3 von diesen Teilen erwischt. Und wenn man die dann zu sich nimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man davon krank wird. Aber jetzt tun wir mal so, als ob das möglich wäre und geh mal kurz durch, was können wir denn tun? Abkochen. Und da gibt es die dumme Eigenschaft, dass leider diese Prionproteine unglaublich dauerhaft und nahezu unzerstörbar sind. Wenn man sie abkochen möchte, das geht, man kriegt sie kaputt mit Abkochen. Dauert 8 Stunden. nachweislich hat man erst nach 8 Stunden Abkochen keine mehr gefunden, eben entsprechend in Wasser. Alternativ könnte man, wenn man jetzt infiziertes Fleisch essen wollte, das Fleisch auch braten. Und zwar muss es durchgängig überall, die komplette Temperatur des gesamten Fleisches, auf etwa 220, 230 Grad sein und das eine Stunde. Das gibt ein bestimmt sehr leckeres Steak, mit Sicherheit. Also, ich würde ohnehin davon abraten wollen, effiziertes Fleisch essen zu wollen, aber wenn, dann bitte eine Stunde bei 220, 230 Grad durchgehend, das komplette also Kerntemperatur auch, weil der Kern ist ja auch infiziert, eben schön gut durchbraten. Lecker. Kohlesteak. Naja, im Wasser, nochmal zurück zum Thema Wasser. Abkochen können wir also vergessen. Können wir es filtern? Es ist sehr komplex, damit ziemlich groß und könnte gegebenenfalls zumindest anteilig in einem sehr, 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 sehr feinen Filter tatsächlich ein bisschen zurückgehalten werden. Ja, aber höchstens ein bisschen. Auf keinen Fall sicher. Also das funktioniert nicht. Filtern geht nicht. Kann man UV-Wasser in Keimer nehmen? Nee, geht auch nicht, weil UV-resistent ist dieses Scheißzeug auch noch. Macht dem auch wiederum nichts. Kann man irgendwelche chemischen Wasser in Keimer reinschmeißen? Chlordioxid beispielsweise? Nein, macht dem auch nichts. Steckt's auch weg. Egal, beliebige Konzentration. Das Wasser kannst du ja schon längst nicht mehr trinken und das ist immer noch drin und freut sich. Also vergiss
Scheißes. Ist schon faszinierend, wie scheiße dauerhaft und unzerstörbar dieses blöde Protein da ist. Ja, was kann man denn dann jetzt noch machen? Also im Wesentlichen ist ja filtern, chemische Wasserentkeimung, dann die UV-Geschichte. Und jetzt gibt es ja noch diese Chemoabsorption oder Elektroabsorptionsfilter-Geschichten. Das sind einmal der Grail oder was auch immer, diese orangene Flasche, also wo man das von oben reindrückt in den Becher. Das würde wahrscheinlich helfen, weil die arbeiten ja damit, dass gerade eben Protein, das ist ja dafür da, um unter anderem irgendwelche organischen Gifte und so weiter und so fort da auch noch rauszuholen. Und genau das ist es im Grunde, es ist ein organisches Gift. Das ist also ein großes Protein und das hat eine Ladung. Und mit dieser Ladung bleibt es an der Oberfläche von so einem Absorptionsfilter eben entsprechend hängen, würde also helfen. Das gleiche ist, ich glaube, das andere Modell, das ich bisher kenne, dass das auch kann, neben diesem Grail, wie auch immer, ist der Soja S3. Das ist ein aufschraubbarer, der übliche Soja-Squeeze-Filter und unten drunter ist noch so eine Schaumflasche, die mit irgend so einem seltsamen, sieht aus wie Styropor, Material gefüllt, wie Schaumstoff gefüllt ist und das muss man dann durchkneten, das Wasser da drin. Und wahrscheinlich hat das ein ganz ähnliches, das verraten die nicht so genau, aber hat ein ganz ähnliches Wirkprinzip wie eben dieser Grail-Filter und auch da müssten eben diese entsprechenden Proteine dann an irgendeiner Oberfläche haften bleiben und dann nicht mehr im Wasser sein. Das würde also vermutlich auch helfen. Ich würde so ein Wasser trinken, davon abgesehen würde ich jedes andere Wasser auch trinken, weil die Chance, dass das Wasser übertragen wird, haben wir ja schon gesagt, hoch unwahrscheinlich. Gut, infiziertes Fleisch essen, in jedem Fall eine blöde Idee. Kann man infiziertes Fleisch in irgendeiner Form so aufbereiten, dass es nicht mehr infiziert ist? Nein, beziehungsweise doch, aber dann kannst du es nicht mehr essen. Das ist also wahrscheinlich sicher das Hauptrisiko. Angenommen, man erlegt in irgendeinem Survival-Szenario einen Zombie-Reh und will das dann essen, das ist keine gute Idee. Das sollte man sein lassen. Dementsprechend also halt mal schauen, wenn sich das Tier, bevor man es erlegt, ohnehin sehr seltsam verhält und es sehr, sehr einfach zu erlegen ist, was nicht mal wegrennt, dann besser nicht essen. Ne? Insbesondere nicht in Amerika. Und sollte bei uns übrigens ein Tier ein solches Verhalten zeigen, dann auch nicht essen. Und wenn es nicht dieser komische Zombie-Virus, Zombie-Krankheit ist, dann kann es auch Tollwut sein. Also in Deutschland gibt es die nicht mehr offiziell und inoffiziell auch nicht. Aber potenziell, wir tun jetzt einfach mal so, als ob. So, und was kann man dann sonst noch, wie kann man sich sonst noch infizieren? Eben über Blut. Da gibt es dann halt eben entsprechende physische Barrieren, die man bitte tragen sollte, wenn man mit dem Blut von irgendwelchen erlegten Tieren, die potenziell infiziös sein könnten, hantiert. Warum auch immer man das tun sollte, weil man will das Tier ja eh nicht essen, weil man ja schon weiß, dass es seltsam sich verhalten hat und es deswegen erst gar nicht, und warum sollte man es dann überhaupt erlegt haben? Ist nochmal eine andere Frage, aber jedenfalls auf keinen Fall Kontakt mit Blut. Wobei, wenn man Blut, Lymphe, Hirnmasse oder ähnliches einfach nur auf die Haut bekommt, sollte überhaupt nichts passieren. Da muss schon irgendwo eine offene Wunde da sein, damit das Ganze in den Organismus eindringen kann. Diese Proteine, die können sich nicht bewegen. Die hat man dann einfach auf der Hautoberfläche hängen und sollte sie sich halt gut abwaschen. Sie sind abwaschbar mit Wasser, ne? Da spricht nichts dagegen. Angenommen, es springt einem jetzt in seinen Unterschlupf, in seinen kleinen Zombie-Apokalypsen-Bunker, springt einem so ein Zombie-Hirsch rein. Und jetzt murkst man den Zombie-Hirsch ab. Und der Zombie-Hirsch blutet einem jetzt alles voll. Und jetzt will man seinen Zombie-Apokalypsen-Unterschlupf doch bitte wieder sauber haben, damit man hier jetzt nicht ständig das Risiko eingeht, infiziert zu werden vom bösen, bösen Zombie-Dingens. Gibt es genau einen Stoff aktuell, der möglicherweise in der Lage sein könnte, also nicht nur möglicherweise, sondern es tatsächlich ist, dieses tolle Protein zu zerstören. Übrigens, man kann auch warten, bis es von alleine kaputt geht. Dauert etwa 100 Jahre oder was? Keine Ahnung. Also jedenfalls unglaublich lange. Unglaublich lange. Und dieser eine Stoff, der da helfen könnte, ist Eau de Javel. Oder auch Javelwasser oder Javelwasser oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Das ist eine super starke Lauge, wird unter anderem auch in Schwimmbädern verwendet, um damit Schwimmbäder zu desinfizieren, damit man da halt schön schwimmen kann. Kann man käuflich erwerben, kann man, wenn man weiß wie, selber herstellen, ich weiß es nicht. Und generell kann man halt sagen, wenn
Prionen auf irgendwas empfindlich reagieren, dann sind es Laugen und zwar möglichst starke. Wenn ihr also irgendeine andere Möglichkeit habt, eine saumäßig starke Lauge, irgendeine Natronlauge von mir aus, muss halt eine super hochmolare sein, herzustellen und damit dann euren Zombie-Apokalypsen-Bunker entsprechend wascht, dann hilft das mit Sicherheit auch ein wenig. Ja? Aber am besten wäre es, wenn ihr euch jetzt schnell, bevor alle Leute es tun, ganz viel Eau de Javel besorgt, damit ihr dann sicher seid, wenn eben die böse Zombie-Krankheit auch zu uns kommt. Ja, es gibt übrigens lustige Spekulationen, dass die auch von Vögeln übertragen werden kann und so weiter, weil es ja auch schon in Europa ganze zwei infizierte Tiere gegeben hat. Sind vielleicht ein paar mehr, aber dass das eine Vogelübertragung war, wage ich zu bezweifeln. Dann wären es vermutlich mehr gewesen, wenn das regelmäßig per Vogel rüberkommen würde, weil das sind ja Zugvögel, die kommen jedes Jahr. Das wäre schon sehr, also selbst wenn, dann ist die Infektionsrate derartig gering, das kannst du quasi knicken. Aber es gibt Leute, die das halt eben entsprechend vermuten. Was ich für viel wahrscheinlicher halte, ist, dass da halt irgendwie mal irgendein Züchter sich von drüben irgendein Tier geholt hat und das hat mit rübergenommen und das hat dann halt bei dem selber die Krankheit vielleicht gar nicht ausgebrochen ist. Das wäre auch denkbar und das hat dann halt vielleicht irgendein anderes Tier angesteckt und das ist halt krank geworden und dann war es das auch schon wieder mit der ganzen Geschichte. Jo, das also ist der lustige Prion, der lustige Dinge tut. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Also wenn man es hat, ist man am Arsch. Ja, dass man es bekommt. Ja, ich halte das Szenario mit dem Attentäter im Helikopter im Fußballstadion für realistischer. Momentan, zumindest noch. Kann sich das jetzt auf den kompletten Wildbestand der USA ausbreiten und den kompletten Wildbestand der USA vernichten? Bestimmt nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Populationsschwankungen oder irgendwelche Seuchengänge bei Schalenwild, das ist halt wirklich normal. Das kommt bei jedem Schalenwild immer mal wieder zwischendurch mal vor, auch mal mit einer neuen Krankheit. Das ist halt die Natur. Die ist unfair, grausam und gemein. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.